Heyo Leute, Kramix hier, was geht, Paul Berger? Heute gibt's mal was ganz Besonderes und zwar habe ich von euch gehört, dass ziemlich viele von euch Handy-Games zocken und deswegen, meine Freunde, gibt es heute mal das Game Castle Raid, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ziemlicher Noob in Castle Raid. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen. Ich kriege hier, glaube ich, sogar gerade noch so ein Tutorial. Ich habe noch nie gezockt, ich bin noch Level 1, ich bin noch der größte Amateur. Wie funktioniert das denn? Ach, die Truppen, die laufen hier lang, wo ich den Weg mache. Okay, warte, ihr müsst alle zusammen. Aber warte, hier gibt's mal 4. Aber da gibt's insgesamt dann mal 5. Okay, dann geht hier lang. Dann geht hier lang. Oh, oh, nein, hier sind Gegner. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Hier gibt's Prügelei, Leute. Komm, haut die weg, haut die weg. Ja, wir sind die Blauen. Ja, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, easy. Alter, wir haben die höchste Stufe erreicht. Wir haben sogar 20 von den Diamanten bekommen. Und hier gibt's sogar ein weltweites Ranking. Alter, weitermachen. Leute, ich werde heute Platz 1. Platz 1. Also der Trick bei dem Spiel oder darauf, wo es ankommt, sage ich mal, ist, dass man hier den richtigen Weg frei macht, damit die Truppen hier entlang laufen. Nein! Nein! Ich hab die... Oh mein Gott, die Idioten, die laufen hier rein. Kann ich die nicht irgendwie steuern? Ich kann die ja gar nicht steuern oder so, ne? Oder? Nee, ich kann die nicht steuern. Das ist einfach nur da, wo ich aufmache. Da laufen die lang. So, warte, ihr müsst hier zusammen. Ihr müsst hier gebündelt angreifen. Leute, das müssen gebündelter Angriff sein. Oh, scheiße, scheiße. Nein, nein, nein. Ich glaube, das sind zu viele. Das werden wir nicht überleben. Das wird ein ganz knappes Ding. Oh Gott, ich bin noch ein bisschen Noob, Leute. Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps mal in die... Wir haben nur 10 Diamanten. Scheiße. Leute, vielleicht könnt ihr mir ja mal Tipps in die Kommentare schreiben, wie ich hier besser werde in Castle Raid. Aber wir schauen einfach mal, welches Level wir kommen. Das war gerade nämlich erstmal Level 2. Komm, hier direkt weitermachen. Direkt hier weiter geht's. Oh, ich kann jetzt hier was verbessern. Entweder ich gehe auf Angriff oder ich gehe auf Verteidigung, Leute. Oder wisst ihr was? Wir können sogar beides machen. Wir machen einmal Angriff hoch, wir machen einmal Verteidigung hoch. So, weiter geht's. Ey, das ist ja cool, dass man seinen Truppen sogar verbessern kann. Ich schicke die mal hier den sicheren Weg entlang, weil hier ist mir diese... Nein! Oh mein Gott, hier war minus 10. Oh mein Gott, wie schlecht. Aber hier kann ich Gegner umgehen, weil, Leute, wenn man nicht unbedingt kämpfen muss, dann mache ich das auch nicht. Und jetzt, Leute, oh mein Gott, das wird hier eine fette Schlacht. Wir müssen hier wirklich einen gebündelten Angriff machen. Und zwar direkt... Nee, nicht in die Mitte. Wir müssen von der Seite. Jungs, kommt hier an die Seite. Wir müssen einen seitlichen Angriff starten. Nicht in die Mitte, nicht in die Mitte. Jetzt! Ja, 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 umzingelt sie und jetzt hier aufmachen. Genau, genau. Nein, oh mein Gott, es wird knapp. Knappes Ding, aber gewonnen, Leute. Ich sag euch, wie es ist, da ist wirklich Taktik dahinter. Leute, die denken, Castle Raid ist nur ein einfaches Handygame. Leute, da ist Taktik dahinter. Habt ihr gesehen, ich habe zuerst eine Seite aufgemacht, dann die andere, damit man die so umkreisen kann. Das ist wirklich hier, da muss man schon strategisch sein. Ja, ich bin hier wirklich strategisch unterwegs. Okay, hier kriegen wir den plus 3, aber dafür werden hier einige zerhäckselt, meine Leute. Deswegen schicke ich die hier auf Safeness, Mafeness entlang. Okay, schön, plus 4 Truppen hier. Da ist doch irgendwas. Oh, ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Okay, wisst ihr was? Jetzt hier würde ich auch wieder sagen, nicht in die Mitte, weil dann werden wir umschleust. Wir machen ja auch wieder zuerst die eine Seite auf und jetzt die andere Seite. Nein, nein, nein. Ich habe mich ein bisschen verklickt. Oh, schlecht, schlecht. Aber egal. Schön umkreisen. Umkreisen, Jungs. Richtig und wichtig, Leute. Richtig und wichtig. So, nächstes Level. Aber wir brauchen... Ach, das ist nicht gut. Ich bin nicht zufrieden, Leute. Wir holen hier nie die höchste Stufe. Ich bin nicht zufrieden. Weil umso mehr wir von diesen Diamanten bekommen, desto besser können wir unsere Truppen natürlich machen. Das muss noch krasser werden, Leute. So geht das hier nicht. So, komm, weiter geht's. Weitermachen, weitermachen. So, komm. Okay. Warte mal, hier, was ist das? Hier weiße Truppen. Vielleicht können wir die zu meinen machen. Ja, okay, die mal... Nein, minus 20! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe richtig viel Truppen gerade verloren. Das war nicht gut. So, holt euch hier mal den Zweier erstmal. Erstmal plus 2 Truppen. Okay, jetzt hier auch wieder die Sache. Wie mache ich das am besten? Ich würde auch wieder sagen, wir machen hier einen geteilten Angriff. Erstmal auf einer Seite. Und die anderen schicken wir hier von der Seite, damit wir die umkreisen. So, hier alles schon mal perfekt vorbereiten, damit die hier lang entlaufen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Fight, Action. Und jetzt hier, Hinterhalt von hinten. Genau, sehr gut, von hinten greift an. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe verloren sogar. Ich bin ja so schlecht, Leute. Ich dachte, es wäre voll einfach, diese Handy-Games. Ich bin ja total scheiße. Aber warte, wir haben Gems, wir haben neue Diamanten. Wir können uns Verstärker machen. Ich würde sagen, wir müssen ein bisschen die Rüstung upgraden, Leute. Ich gehe erstmal ein bisschen auf Defense. Weil, ne, ihr wisst, ich wollte gerade schon sagen, Angriff ist die beste Verteidigung, aber nicht so. Diesmal gehe ich nicht hier lang, weil hier habe ich 20 Truppen verloren. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, meiner Meinung nach hier. So, gehen wir lieber hier lang. Hier habe ich mehr. Zack, 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 hast du mehr davon. So, dann nehmen wir uns hier noch den Zweierbonus. Oh, guckt euch das mal an. Jetzt sind wir... Jetzt werde ich die fertig machen. So, wieder hier auf Position. Wir machen hier wieder den Angriff von zwei Seiten. Das ist die iCrimex-Taktik, nenne ich das Ganze. Der Angriff von zwei Seiten. So, zack, zack, zack. Hier einmal entlang, genau. Und jetzt, 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 jetzt. Los, 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 los. Angriff, Männer. Angriff, macht sie kaputt. Tötet jeden. Gigi, guck mal. Guck mal, wie ich die jetzt zerfetzt habe. Wie ich die zerfetzt habe.
Ah, fast den höchsten Bonus. Egal, 15. 15 bin ich auch mit zufrieden. 15 Diamanten kann man so lassen, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, welches Handygame wir als nächstes zocken wollen, wenn ihr das Ganze feiert. Weil ich muss sagen, mir macht es echt Spaß. Und Ranking, ich will heute noch unter die 200.000 kommen. So, okay, wir haben wieder, dadurch, dass wir zu viele bekommen haben, können wir jetzt nämlich hier wieder was upgraden und jetzt machen wir ein bisschen mehr Attack. Alter, guck mal, wie unsere Krieger hier schon aussehen. Wir haben richtig krasse Krieger. Guck mal, hier wieder, was ist hier? Ein Schlüssel, wir haben jetzt schon zwei Schlüssel. Vielleicht mit drei können wir was Krasses machen, eine Kiste öffnen oder so. Oh mein Gott, warte, hier ist nämlich schon der erste Hinterhalt, der auf uns wartet. Wir müssen unsere Männer jetzt hier rausschicken. Wir müssen die rausschicken. Komm, Männer, macht sie fertig. Alles fertig machen, keine Überlebenden. Oh mein Gott, guck mal, wie viele wir sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wisst ihr was? Diesmal würde ich sagen, machen wir sogar einen gebündelten Angriff. Wir sind jetzt eh so viele. Wir schicken die jetzt alle hier zusammen auf einmal drauf. Und dann 3, 2, 1 und let's go! Gebündelter Angriff! Bam! Rennt hier alle über den Haufen. Oh, Leute, das wird so der 20er Diamantenbonus. Das wird so der saftig-knaftige 20er Diamantenbonus mit der Kiste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel haben wir jetzt bekommen? Und wie viel haben wir bekommen? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, 28 Diamanten. Wir können leider noch nichts verbessern. Wir sind jetzt Level 7. Gleich kommt so ein Endboss. So, wir nehmen hier natürlich den Dreierbonus, ne? Ist klar, ganz klare Sache. So, komm hier mal hinterher. Hier keine Nachzügler. So, Abfahrt. Nein! Nein, oh mein Gott, der eine ist gestorben, der Idiot. Der Bummi. Komm, egal. Wir machen jetzt hier auch alles auf einmal und gebündelter Angriff! Wir sind so viele, wir haben so die Überhand. Bam, wenn das hier nicht ein 15er wird, dann weiß ich auch nicht. Sogar ein 20er! Schmeckt, Digga. Bam, Leute. Wie viel haben wir? Weitermachen. Oh, wir können wieder was upgraden. Jetzt gibt es sogar Speere und Schilde. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal ein Schild noch in die Hand, weil dann sind die jetzt, dann haben die sogar noch ein Schild, um sich zu verteidigen, bevor wir hier den Speer machen. Aber das Ding ist auch, vielleicht ist es auch schlauer, hier alles immer wegzumachen, weil vielleicht sind hier noch Sachen im Rasen ab und zu mal versteckt. Wisst ihr, wie ich meine? Oh nee, da schicke ich die nicht rein. Ich glaube, das lohnt sich hier nicht, oder? Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnt, meine Leute hier reinzuschicken, wenn die hier zerhäckselt werden dann. Komm, wir testen es einfach mal. Da kriegen wir nämlich einen Dreierbonus. Komm, Jungs, nehmt den mal mit hier. Hol mir mal den Dreier hier. Sehr gut. Nee, alle rein hier. Alle, genau. Nehmt mir hier mal den Dreierbonus mit. Ja, da werden die multipliziert. So, hopp, noch ein paar Jungs rein. Noch ein paar. Opfert euch mal auf für das Team hier, ne? Opfert euch mal hier für das Team auf, Jungs. So, zack. Weiter geht's. Hier minus 100. Nee, da kann ich nicht lang. Das lohnt sich nicht, Jungs. Das lohnt sich nicht. So, weg von dem minus 100 hat er. Weg da. So, niemand von meinen Männern, wir haben dritten Schlüssel, ich glaube, wir können gleich was Fettes öffnen. Okay, Leute, diesmal sind wir nicht so krass in der Überzahl, ich würde ja auch wieder einen Angriff von zwei Seiten machen. Ihr wisst ja, ich bin hier der Taktiker und jetzt Angriff von zwei Seiten, los, tut die umzingeln. Bam, so machen wir hier die Klaue, das ist die Klaue des Verderbens. Ey, Leute, warum finde ich die Handy-Games so geil? Feiert ihr das auch gerade so? Ich muss sagen, ich feiere das gerade, oh, leider nur den 10er-Bonus, so schlecht von mir. Komm, was haben wir hier? Oh, guck mal, wie wir im Ranking aufsteigen. Sehr gut. Oh, Leute, Pack-Opening! Der Best Price ist jetzt sogar der neue Speer. Der wird uns 35 Dinger sparen. Oh, Leute, sagt mal an, welches. Mein Gefühl sagt mir die hier. Nein, scheiße. Ah, wir dürfen drei öffnen. Okay, dann haben wir eigentlich eine ganz gute Chance sogar. Ah, komm, letzte. Ich muss. Mein Gefühl sagt mir das mittlere. Scheiße, aber. Oh! 250 trotzdem. 250. Schmeckt. Also wir können jetzt auf jeden Fall hier... Boah, komm, die Axt direkt. Nimm die Axt rein und hier die Rüstung upgraden. Oh, ein Speer. Oh. Soll ich die Schwerter... So, oh, dann haben wir richtig auf Angriff sind wir dann gegangen. Schild, finde ich, sieht man nicht so von der Optik. Deswegen nehmen wir hier direkt die Schwerter. Bah. Oh mein Gott, wie wir ausgerüstet sind. Weiter geht's. So, jetzt kommen Männer. Das hier ist die iCrimex-Armee. Jetzt haut die kaputt hier. Ihr habt so krasse Ausrüstung. Wer jetzt hier stirbt mit der Ausrüstung, ist verloren. So, was nehmen wir hier? Am besten geht mal hier lang. Nimmt mal hier den Dreier mit, Jungs. Nimmt mal hier den Dreier-Multiplikator und den Zweier. Wir nehmen alles mit. Alles mit hier. So, okay. Ich würde hier auch wieder... Wir machen den Angriff von zwei Seiten hier. Oder ich mache hier sogar die Taktik. Wir machen hier... Vielleicht ist das hier die Taktik, Leute. Seht ihr das? Diese Aufbau hier. Und zwar, wir machen erst die mittlere Armee, dann die links und dann die rechts. Und jetzt... Oh mein Gott, seht ihr, wie die umzingelt werden? Das ist die Taktik, Leute. Ich habe hier einfach Castle Raid auf ein ganz neues Level gebracht. Mit meinen Taktiken. Weiter geht's. 48 können leider nichts upgraden. Egal, weiter. Boss Level steht jetzt hier. Boss-Niveau. Okay, komm dann. Das Ding ist, wenn ich die jetzt hier lang schicke, dann nehme ich zwar hier mal 5er mit, aber minus 10. Aber warte, das ist ja mal... Ich bin auch dumm. Andererseits habe ich hier mal 2, mal 3. Nee, Jungs, hier lang. Jungs.
So, komm, hier geht's lang. Hier, wir nehmen hier die ganzen Multiplikatoren mit. Ohne minus 10. Das macht mehr, das schlauer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viele die hier nachher... Ah, scheiße, Mann. Die werden hier nacheinander durchgedrückt. Das heißt, ich muss hier erstmal ein bisschen Platz machen, damit hier meine ganze Armee reinpasst, aber noch nicht losrennen. Wir müssen das jetzt hier auch wieder taktisch angehen, weil das ist jetzt hier wirklich der Endboss, Leute. Nein, nein, ich habe aufgemacht. Oh mein Gott, egal. Komm, drauf, drauf. Haut den weg, den Idioten. Komm, ihr seid so viele. Ja, easy game, easy game. Okay, das war sogar recht einfach, der Endboss, weil das habe ich jetzt sogar ohne eine krasse Taktik geschafft, ne? Easy game, easy game. Das heißt, wir haben den ersten Endboss hier gerade kaputt gemacht. Wir schauen jetzt direkt mal, wie viel haben wir jetzt hier bekommen. 20 Gems an sich. Okay, ist jetzt erstmal nicht so krass, aber wir haben einen dicken Schlüssel noch gezogen. Okay, dann können wir hier nochmal was upgraden. Komm, ich würde sagen, wir machen mal wieder, wir müssen auch mal wieder ein bisschen auf Rüstung gehen. Ein bisschen auf Rüstung immer wieder. Okay, so. Oh, guck mal, jetzt sieht das hier schon neu aus. Jetzt sieht das schon anders, ne? Machen wir hier, nimmt mal hier den schönen Fünfer mit, Jungs. Nimmt mal hier den Fünfer-Multiplikator mit. So, was ist denn hier? Okay, ein paar Gems hier im Gras versteckt. So, komm, Jungs, rein da. Haut die mal alle weg jetzt hier, das kann ja wohl. So, kloppt die mal weg. Oh, das ist ekelhaft, weil meine Leute werden hier einzeln reingeschickt. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. So, ich mache jetzt hier erstmal wieder schön Platz, dass meine ganzen Leute hinterherkommen können. Hier würde ich sagen, nehmen wir natürlich hier schön, wie sich das gehört, der Dreier-Multiplikator mit, ne? Aber passt nicht genug rein, dann doch hier vielleicht noch den Zweier-Multiplikator. Komm, dann nimmt alles mit. Nimmt einfach alles mit. Und dann würde ich sagen, komm, machen wir hier gar nicht viel Faxen. Obwohl, wir tun die wieder umzingeln. Erstmal hier, dann hier und jetzt hier. So, zack, zack, zack. Taktik, Mactic, Leute. Umso mehr unserer Soldaten übrig bleiben, desto höher kommen wir natürlich auch. Und desto mehr Gems kriegen wir und desto mehr können wir unsere Leute upgraden. Ne? Also deswegen, das ist schon hier immer wichtig, die richtige Taktik zu haben. Okay, wir können hier wieder upgraden, nice. Ah, sollen wir nochmal auf Rüstung gehen? Komm, wir gehen nochmal auf Rüstung, weil die cool aussieht. Die hat jetzt hier sogar eine andere Farbe. Ah, komm, weiter geht's, Leute. Wir können jetzt hier halt mal 5 machen, aber dafür werden halt ein paar hier drauf gehen. Weiß halt nicht, ob sich das so lohnt, ne? Nee, machen wir nicht. Wir machen hier mal 2 auf Safeness, Mavenness. Oh nein, die laufen hier doch durch. Oh, die Idioten, Digga, nein. Ah nein, das ist hier, die waren versteckt. Oh mein Gott, nein. Das hätte nicht sein müssen. Okay, wir nehmen die Gems hier mit. Diamonds, Mimons. Oh, wir haben viele Leute gerade verloren. Das war nicht gut. Das war kein guter Move hier von mir. Ich war hier gerade kein guter Anführer. Wir haben viele unserer Leute verloren. Hier, Armee nochmal ein bisschen vergrößern. So, ich schicke euch jetzt hier lang. Wir nehmen den auf Safe mal 4er mit, Leute. Oh nein, die rennen hier direkt schon auf die Gegner. Nein! Ich mag das nicht, wenn ich nicht selbst bestimmen kann, wann ich angreife. Aber egal, kein Ding. Wir haben die echt schon gut. Wir haben unsere Leute hier schon gut geupgradet. Gute Rüstung, guter Angriff, alles gut. So, 20er hier mitgenommen. Oh, 40er sogar kriegen wir hier. Das war ein Bonus-Level. Das war hier sogar das Bonus-Level, Leute. Oh, wir können wieder was upgraden. Niceness, niceness. Komm, wir machen jetzt, ich würde sagen, wir müssen eigentlich mal wieder Angriff machen, damit das hier immer ausgeglichen ist. Immer ausgleichen, Leute. Also man kann die hier auf mal 5 schicken und extra Gems, dann schicken wir die natürlich jetzt hier lang. So. Schön zusammen, schön hier in den mal 3er rein, in den mal 3er, alle hier durch den 3er durch. So, immer schön mal 3 multiplizieren, so wie sich das gehört. Ist natürlich schlauer, Leute. Sind natürlich hier die ganz Schlauen. Dann einmal hier gebündelt, zusammen, Jungs, zusammen hier durch. So, wir warten, bis der Rest kommt. Okay, jetzt hier wieder der große Endfight. Die sehen aber aus wie Lauchs. Also ich glaube, die hauen wir direkt weg. Aber ich mache hier trotzdem wieder die Taktik, Mactic von verschiedenen Richtungen, Leute. So, easy game, easy game. Sollte kein Problem für uns sein. Weggehauen. Ja? Wieder schauen und reingehauen. Ah, wir kommen leider nicht... Ach, schlecht. Schlecht. Bin ich zufrieden mit meiner Armee. Ja, nicht das Beste geholt. So, dann würde ich sagen, machen wir hier die Helme. Jetzt haben wir hier sogar schon die gelben Helme. Oh, als nächstes haben wir dann den gelben Schild. Dann sind wir schon so blau-gelb ausgerüstet. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Okay, wenn ich die hier lang schicke, das gibt minus 50. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Leute. Dann ist unsere Armee gefühlt auf 0. So, deswegen gehen wir hier auf Safeness, Mavenness an der Seite vorbei. Oh nein. Ich habe ein paar verloren. Wir haben ein paar unserer Brüder verloren. Okay, jetzt muss ich hier im richtigen Moment, muss ich hier jetzt die Dinge aufmachen. So, komm. Und jetzt rein da. Ein paar, nein. Die sterben ja alle. Scheiße, Mann, das war nichts gewesen. Nein. Oh mein Gott, haben wir jetzt viele. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay, die Armee, die kann es jetzt richtig auf was hier einstellen. Die können sich jetzt hier richtig auf was gefasst machen. Guck mal, wie viele wir sind. Ich werde die so fertig machen. Jetzt hier wieder. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich hier wieder die Taktik vom Feinsten.
Erstmal hier auf, dann hier auf, dann hier auf. Bam, guck mal, wie schön das aussieht, wie die die umzingelt haben. Wie schön. Das ist die Kriegsführung vom Feinsten, Leute. So wird das gemacht in der iCrimex Army. Spielt ihr eigentlich auch so eine Handy-Games, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache. Aber ich habe gesehen, dass viele von euch das machen, ne? Oh, wir dürfen wieder Pack-Opening. Okay, nice, nice, nice. Der Best Price, da kriegen wir direkt das nächste Schwert, was 70 Diamanten kosten würde. Und diesmal müssen wir wirklich einen guten Treffer machen. Welches würdet ihr aufmachen? Kommt man hier wieder Mitte? Scheiße. Nein, aber ja, ist trotzdem gut. Die lächelt mich schon die ganze Zeit an. Ach, Digga, das ist doch nix hier. Das ist doch nix hier wieder. Ich meine, wir haben viele Gems bekommen, das ist gut, aber... Wobei, warum freue ich mich nicht? Die 150, die wir bekommen haben, ist ja eigentlich doppelt so krass wie das Schwert. Ich bin eigentlich dumm, dass ich mich darüber nicht freue. So, hier, zack. Oh, jetzt kriegen wir schon die lila Sachen. Sheesh, damn boy. Damn boy. Dann können wir uns schon lila equippen hier. Das ist ja schon wieder cool, ne? Machen wir hier schon mal die lila Ausrüstung. Bam. Geil, Mann. Geil. Jetzt haben wir halt ultra guten Schild. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall wieder die Waffe upgraden. So, zack, zack, zack. Die ganze Armee wird hier mitgenommen. Ich bin aber auch dumm. Ich könnte die über zwei Wege schicken, dass ich hier noch mehr mitnehmen würde. Ich spiele das teilweise. Ich bin teilweise noch ein bisschen Noob hier in dem Game, Leute. Sorry auf jeden Fall. Ich bin teilweise, mache ich das noch nicht so schlau. Hier, wir sind nicht so viele in meiner Armee gerade. Ich muss jetzt erstmal, ich schicke ein paar über hier und jetzt über hier so schön von hinten umzingeln. Da schafft man das auch in der Unterzahl zu gewinnen, Leute. Aber schlecht, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht, was ich hier gemacht habe. War kein guter Move von mir. Habe ich schon mal besser geschafft, sage ich euch, wie es ist, Leute. Okay, wir können leider nichts upgraden, jetzt weiter. Okay, wir dürfen unsere Armee jetzt hier nicht in den Tod schicken. Weg von den Fallen. Oh, wir kriegen hier so einen großen... Oh mein Gott, okay, krass, 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 krass. Wir haben hier so einen großen, okay, jetzt ganz vorsichtig, vorsichtig. Ich habe keinen Bock, einen von euch Bummis hier zu verlieren. Scheiße, Mann. Hä, wo ist der Große denn hin? Hä, wo ist der Große? Ich glaube, wir schaffen das nicht. Scheiße, wir sterben. Oh mein Gott, was war das gerade? Warum, wo ist denn der Große hin gewesen? Scheiße auf den Großen, dann nehme ich hier lieber den mal 3 weg. Der hat ja Angst bekommen. Der hatte Angst und ist abgehauen. Dann nehmen wir hier lieber die mal 3. Nee, weißt du was, ich bin auch dumm. Ich vergesse manchmal, dass man wirklich 2 Sachen machen kann. Nein! Ich kann direkt von vorne starten. Ich habe die in den Tod geschickt, die Toten. Okay, wisst ihr was? Wir müssen das auf die schlaue Taktik machen. Ein paar hier lang und ein paar hier lang. Genau, mal 3 und den mitnehmen. So, so machen das schlauer. So machen das schlaue Castle Raid Spieler, Leute. Wir sind natürlich schlau. Ein paar da lang. So, jetzt, guck mal, jetzt machen wir das schlau. Jetzt haben wir nämlich den Großen. So, und dann würde ich sagen, komm, Attacke, die Schweinebacke. Komm, bam, 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 haut die jetzt mal hier weg, Alter. Wo sind wir denn hier? Geht doch, meine Armee, geht doch. Ey, Leute. Aber trotzdem, ich bin nicht so zufrieden. Auch nur hier 20 Gems mitgenommen. Das geht besser. Jetzt hier Waffe mal wieder upgraden. Richtig und wichtig. So, wir nehmen hier auf saftig, knaftig den mal 3er auf entspannt mit. So, komm, hier multipliziert euch mal erstmal alle mal 3 hier. Wir lassen jetzt hier nochmal reinschieben. So, nochmal mal 3. Weiter geht's. Oh, einen Schlüssel gefunden. Guck mal, wäre ich hier nicht lang gelaufen, hätte ich dann gar nicht den Schlüssel gefunden. Und zack, 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 zack. Angriff von allen Seiten. Wichtig, wichtig, wichtig. So, zerhäckselt. Dann hier lang. Eigentlich muss man echt immer alles hier wegmachen, weil, ihr habt es gesehen, da war gerade wirklich so ein Schlüssel versteckt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber einen gebündelten Angriff. Gebündelter Angriff, so, komm. Nee, das war dumm. Scheiße, meine Truppen sterben. Ey, das wird wirklich auf Dauer schwerer, ne? Bin so schlecht, weiß man, denkt, diese Handy-Games sind leicht, aber sind sie nicht. Vielleicht muss ich hier wirklich meine Truppen langschicken. Oder ich mache ein paar, ich mach getrennt. Ich mache ein bisschen so, ich mache mal so. Bei dir alleine, die sterben jetzt hier, das war jetzt total dumm. War jetzt total dumm, es war gar nichts. Mach ich direkt schon wieder Neustart. Wir schicken alle hier lang. Alle hier lang. So, komm, Männers, komm hier lang. Kommen die da anderen da, die hinten noch? Aber egal. Egal, ein paar haben noch gefehlt, aber egal jetzt. So, guck mal, wie viele. So ist es gut, so ist es gut. Und jetzt muss man hier wirklich schlau angreifen, weil mittlerweile wird das hier immer schwieriger. Man muss hier wirklich schlaue Angriffe machen. So. Und hier auf und jetzt hier auf. So, komm. Von umzingeln. Umzingeln. Genau. Macht sie kaputt. Weg. Schmutz. Weg damit. Ah, wir können leider noch nicht upgraden. Langsam wird es hier auch wirklich schwieriger. Ich merke schon. Die schicke ich hier lang. Die schicke ich hier lang. Man muss jetzt hier auch wirklich schon
langsam schlau überlegen, wie man das hier macht. Jetzt hier mache ich aber einen gebündelten Angriff, ne? Hier mit dem Großen, mit dem Riesen. Gebündelter Angriff mit dem Riesen, so zack, 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 zack. Das geht hier wirklich ums Überleben, ne? Das geht hier wirklich ums Überleben. Oh, 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 oh. Okay, die drehen sich hier irgendwie im Kreis. Okay. Jetzt hier mal zwei mitnehmen. So, den Riesen multipliziert. Dann hier noch einen Riesen kriegen wir. Hier, die kriegen wir auch. Hier darf ich jetzt wirklich keinen meiner Brüder verlieren. Keiner meiner Bratans darf verloren gehen. So, hier schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nicht. Oh, ein paar werden zerhäckselt, ihr dummen Köpfe, Alter. So, hier nimmt man das mit. Ihr nehmt hier das mit. Wir gehen jetzt noch hier rüber. Okay, jetzt müssen wir hier wirklich schlau überlegen. Ich teile die jetzt hier direkt schon mal auf. Wir müssen jetzt hier wirklich einen Angriff von drei Seiten machen. Um das hier zu schaffen, muss ich meine Armee jetzt wirklich durch drei splitten. Erstmal die mittlere Einheit, dann die rechte, jetzt linke, dann die rechte. Komm, ihr schafft das. Ihr schafft das, Brathuhns. Meine Brathuhns, ihr schafft das. Ja, nice. Oh, komm, geht mal hier durch jetzt hier. Mach mal keine Faxen. Ey, Leute, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch das Boss-Level hier. Wir können uns immer noch kein Upgrade leisten. Also, wir müssen hier wirklich anfangen, besser abzuschneiden, Leute. Wenigstens hier Schlüssel mitgenommen. Wir müssen hier wirklich anfangen, besser abzuschneiden. Weil wir können uns die ganze Zeit keine Upgrades leisten, weil wir zu wenig von den Diamanten einsammeln am Ende. Und das bricht uns dann auf Dauer das Genick. Wir machen hier direkt wieder die Dreieraufteilung. Ich glaube, das wirklich auf Dauer ist das die schlauste Politik hier. Erst Mitte, links, rechts. So, umzingeln, umzingeln, umzingeln! Oh, das wird... Oh, das... Nein, ich verliere. Das wird echt schwierig mittlerweile. Oh, come on, come on. Wichtig, richtig und wichtig. Haut die erstmal hier alle weg. So, okay, wir müssen jetzt... Ich kann's... Also, ich glaube, bessere Taktik gibt's nicht als hier die Dreier. Ich glaube, besser kriegen wir das nicht hin. So, das Vorbereitung ist alles, Leute. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie! Aber seht ihr, was das für einen Unterschied macht, wenn die anders angreifen? Das ist richtig wichtig. Guck mal, wie leicht wir das jetzt hier sogar geschafft haben. Das ist echt wichtig jetzt. Wir sind mittlerweile hier in so einem Level, da ist das keine leichte Sache mehr. Wir machen jetzt hier noch das zweite Boss-Level und dann ist hier fertig. Guck mal, wie wir uns hier schon hochgekämpft haben. Bam! Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung, deswegen machen wir hier nochmal Angriff hoch. Und das ist jetzt hier das Boss-Niveau. Boss-Level, Leute. Boss-Level. Okay, wir müssen jetzt hier wirklich schlau vorgehen. Schlau vorgehen, Armee zusammenbleiben, Armee zusammenbleiben. So, nehmt euch hier die Diamanten mit. Okay. Das ist jetzt die Frage, ich werde jetzt am besten nur in eine Richtung lang schicken. Geht nur diese Richtung hier entlang, genau, dass wir die anderen gar nicht treffen. Die anderen gar nicht treffen. Oh nein, die greifen trotzdem an. Scheiße, 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 das war dumm. Und die rennen jetzt allein schon vor zum Boss. Schaffen die es, schaffen die es, schaffen die. Die haben es aber trotzdem geschafft. Okay, nice. Nice. Ich weiß zwar nicht, warum ich das gerade geschafft habe, aber wir haben es geschafft. Leute, zweites Boss-Level geschafft. Easy peasy. Und damit würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Das war's von Castle Rage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute, euer Cramix.